Herzlich willkommen bei der plastikfreien Großfamilie, schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, jetzt leuchtet die Sonne rein. Vorher hat es gar nicht geleuchtet, aber ich dachte, okay, wie super. Und so kann ich geschwind mal den Film fertig drehen. Aber ich würde mal sagen, dass ich ihn trotzdem drehe. Dann ist es halt heute mal so, gell? Ja, heute ist ja der 19. Tag der plastikfreien Challenge im Juli 2020. Und heute ist das Thema plastikfreie Geschenk einpacken. Und da habe ich ein paar Sachen hier euch. Ich werde auch die Bilder dann auch noch ja, einfügen im Video und dann könnt ihr mal gucken, was man so einpacken kann oder mit was man einpacken kann. Natürlich auch die Gläser sind super, ne? Da kann man ganz toll das befüllen mit zum Beispiel auch selbstgemachten Puderzucker, ne? Vanillezucker, Puderzucker, Badesalz und so weiter und so fort. Also das ist ganz toll, das Geschenk, selbstgemachtes Geschenk, was man verschenken kann und die freuen sich natürlich dann auch, ne? Oder natürlich auch Marmeladengläser gefüllt. Oder dann selbstgebackene Kekse, ne? Und abgefüllt auch in Glas. Dann, was ich noch auch mache, sind einfach in Tüten einpacken. Und einfach Stofftüten und die entweder hier so schön zusammenbinden oder einfach so überreichen. Das geht auch, befüllen. Und ja, ist eine wunderbare Sache, weil Stofftaschen braucht ja jeder. Und man kriegt ja nie genug von den Stofftaschen. Also vor allem wir nicht, ne? Mit der Großfamilie, das ist ja schon viel, was man so braucht. Ja, dann weiter geht's. Wir verschenken gerne Liköre, das wisst ihr ja. Wir füllen es auf, machen es zu, dekorieren sehr schön mit einer Blume oder so und geben es ab. Oder halt auch, ja, man kann ja verschiedene dann auch Duftöle und so weiter machen, was man reintun kann. Also eine tolle Sache zum Verschenken. Oder auch Blumen rein, Wasser, beziehungsweise wenn man transportiert was, dann nicht, aber die Blumen rein und verschenken als eine Base. Ja. Das machen wir, also wir machen ganz viel Likörchen, deswegen. Ja. Dann zumachen kann man das ganz normal mit Leinentüchern oder auch Geschirrtüchern richtig schön einpacken. Mit einer tollen Schleife. Schleife natürlich plastikfrei, ne? Ganz toll. Dann haben wir noch hier so Papier, ne? Mit dem kann man auch ganz tolle Geschenke einpacken. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? So grau, aber da kann man ganz tolle Stempelkissen, so Stempelkissen mit Stempeln, mit Kartoffelstempeln, ne, machen. Mache ich euch auch ein Bild, was wir schon gemacht haben. Also von der Kartoffel halber durchschneiden, dann ein Herz oder ja, es gibt ja verschiedene Formen wie Sterne oder so ausschneiden, ne, von den Seiten dann. Mit einer Farbe dran malen und dann so richtig stempeln. Dann hat man auch ganz tolle Motive. Ganz tolle Motive. Oder dann halt auch natürlich dann halt vor Weihnachten die Gutzle, ne, die Bredle oder die Plätzchen. Die kann man normal mit so Papiertüten dann auch befüllen, zumachen, richtig schön dekorieren. Ja. Auch eine tolle Sache. Oder genauso auch eine, wenn man selbstgemachte Seife oder Seifenstück hat, da kann man das auch schön verschließen und verschenken. Gibt so viele Ideen, Leute, so viele Ideen, das ist unglaublich, unglaublich. Oder einfach mit der Zeitung, ne? Und die Zeitung dann halt schön auch bestempeln, bemalen und ja. Genau. Ich will mal gucken, ob ich was euch vergessen habe oder nicht. Weil das habe ich ja schon gepostet auf unserer Fanseite auf Facebook, Magdalena Oehler, herzliche Einladung. Das sind wir ja schon das dritte Jahr schon dran, gell? Diese Challenge zu machen. Ja, dann gucke ich mal, was ich da noch reingeschrieben habe. Auch meine Brille ist, glaube ich, da hinten. Ja, guckt. Ich bin blind, ich brauche sowieso eine neue Brille. Ich brauche eine neue Brille. Ja. Genau. Und dann auch die Geschenkpapier wiederverwenden. Wenn ihr was geschenkt bekommen habt, dass ihr das wiederverwenden kann.
Bienenwachstücher, genau, tolle Idee. Bienenwachstücher einpacken kann man auch ganz toll allein machen, weil ich euch das Rezept hier auch einfügen mal. Stimmt, das können wir auch jetzt bald machen, ne, in der Challenge. Pappkarton und Päckchen zum Füllen. Karton zum Beispiel von Schuhladen, die schenken euch das Ganze, ne? Glasbehälter, Flaschen, Säfte und Gummibärchen, Kuchen kann man da reingeben. Stimmt, ne? Kuchen habe ich auch schon gebacken und verschenkt im Glas. Anhänger aus Holz, Stroh oder eine Blume. Und die Fantasie ist keine Grenze gesetzt. Das stimmt. Das ist wahr. Und die Bilder werde ich euch dann halt einfügen. Da könnt ihr die sehen, genau. Oder so Geschenkkörble, ne? Die kennen wir alle. Befüllen und geben. Mit was macht man es zu? Also wir haben ja auch dieses kein Tesa, wir haben diese Krebbänder, was wir zu machen. Das kennt ihr auch alle auch, ne? Das sind die ganz normalen, ja, ganz normalen Päckchenbänder oder wie nennt sich das? So Schnüre so zu machen. Ja, so Wolle, denke ich mal. Seiden. Ja, mit dem machen wir halt schon zu. Ja, ich hoffe, konnte ich heute euch helfen zum Thema. Oh, das ist schon Hammer, gell, wenn die Sonne so scheint. Ja, ist halt heute so. Ich werde auch nicht einen zweiten Film machen, das werde ich jetzt da hochladen. Wir haben heute einiges, ja, nee, wir haben heute nicht einiges zu tun gehabt. Heute war wirklich ein wunderschönes Wetter. Wir waren zu Hause, wir haben gegrillt, wir haben schön den Tag zusammen verbracht und ja, jetzt ist es schon abends. Ich werde nachher noch turnen. Kinder sind versorgt und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis nächstes Mal. Schön, dass du eingeschaltet hast.